Und damit willkommen zurück zu Far Cry 1. Und er hat anscheinend hier gespeichert, vor dem Typen hier. Okay, ich mache mich schon mal auf Ruckeln gefasst und auf einen Gegner. Ihr wollt Verstärkung wegen eines einzelnen Kerls? Hör mal, was immer bei euch passiert, ist garantiert nur halb so schlimm wie das, was hier abgeht. Mehr schicke ich nicht. Kommt damit klar. Was geht denn dort ab? Wir haben ja schon mal einen kleinen Teaser bekommen letzte Folge. Am Anfang der Höhle. Ist da drüben jemand? Nein. Oh, cool. Oh, das war cool. Zack, tot. Zack, Kopfschuss, tot. Habe ich ihn getroffen? Ich habe ihn gar nicht getroffen. Der simuliert. Du Simulant. Hör auf damit. Du Simulant. Ja, okay, genug gealbert. Eigentlich drücke ich mich nur vor dem da. Ich glaube, Schalldämpfer brauchen wir dann hier nicht mehr. Ich nehme mal kurz die Zeit. Oder nehme ich. Nee, nehme ich mir nicht. Ich wollte jetzt hier die Reihenfolge ändern, aber ich lasse die jetzt einfach mal so. Dann wollen wir mal. Was immer das auch war. Ich hoffe, davon gibt's nicht noch mehr. Ja, ich hoffe es auch. Der Typ ist weg. Was liegt denn da? Nee, hä? Ich habe jetzt ein bisschen Angst hier. Schön, dass die hier die Lampen so Summgeräusche machen. Schönes Detail. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, ihr Signal zu orten. Wo sind Sie? Woher zur Hölle soll ich das denn wissen? Ich bin in einer Art Höhle. Die Meerwasserpumpstation. Die Meerwasserpumpstation. Ah ja, sieht man hier. Das Doofe ist, wir können hier nicht so weit gucken, ne? Wir können hier nicht dieses Gebiet ordentlich abscannen mit unserem Fernglas. Was ist das hier? Düdüm, düdüm. Da klopft ja jemand. Sub-Level 1. Gibt es denn hier unter Wasser irgendwas? Hat denn jemand hier was verloren? Unter Wasser? Nein, hat hier niemand was verloren. Ah, okay. Stinkewasser kommt da rein. Wozu brauchen die Wasser? Ist das zum Trinken einfach nur? Aber da würden sie ja nicht das Meerwasser abpumpen. Das Vieh kam wahrscheinlich von da oben raus. Doyle, möchtest du uns dich langsam mal erklären, um was für Experimente es sich hier handelt? Oder möchtest du uns erst sagen, wenn wir aufgefleischt werden von den Experimenten, ja? Dann ist das nämlich etwas zu spät. Hallo? Verdammt, das Licht. Das hat mir noch gefehlt. Suchen Sie nach dem Aufzug, über den gelangen Sie in die Forschungseinrichtung. Ah, sicher. Wonach soll ich suchen? Doyle ist immer so leise. Oh, ich bin super angespannt. Das entwickelt sich ja zu einem Horrorgame hier. Was zur Hölle war das? Nein. Wollte eigentlich F für Flashlight machen, aber hier ist es ja mit L. Au, nein, hey, stopp. Warte, ich muss die kurz ausmachen, sonst sehe ich nicht, wo die sind. Komm her. So. Na. Naja, das Gute ist, wir können ja hier eigentlich mit Granaten arbeiten, ne? Was habe ich denn da jetzt wieder geworfen? Ist alles okay? Okay. Ja, da kommt dann noch einer. Ist er down? Irgendeiner ist hier noch. Oh, die Musik.
Du bist so gut wie erledigt. Ich hole Verstärkung. Okay, jetzt mache ich aber Licht an. Au! Du bist so gut wie tot. Haben wir's jetzt? Wir sind fast tot. Wir sind fast tot. Ich brauche Leben und eine Rüstung. Warum sind hier so orangene Leute? Sind das die Forscher? Hallo? Hier scheint alles soweit safe zu sein. Gehen wir mal hier oben gucken. Ich bin auch am Überlegen, ob wir das Messer nicht vielleicht einfach weglegen. Und dafür lieber eine Waffe nehmen, weil Munition haben wir eigentlich immer genug. Okay, der Aufzug funktioniert ohne Strom nicht. Dann haben wir ja schon mal ein klares Ziel. Und zwar den Strom einschalten. Ich hätte hier trotzdem gerne Leben oder Rüstung, aber anscheinend ist das Spiel hier mal wieder geizig. Gibt es hier eigentlich... Ich wurde von einem treuen Zuschauer namens Lenny darauf aufmerksam gemacht, dass es hier ein Handbuch gibt. Vielen Dank an dieser Stelle. Da habe ich mir das Handbuch nämlich mal durchgelesen und herausgefunden, dass es auch noch verschiedene Waffen gibt. Deswegen gucke ich bei den Gegnern mal genau, ob es vielleicht nicht noch andere Waffen gibt, außer die, die wir... Schalt den Regulator an. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hier bricht gleich die Hölle los. Ich weiß, aber schneller geht es nicht. Hast du meine Rohrzange gesehen? Da ist ein Druckleck, um das ich mich kümmern muss. Such gefällig selbst danach. Ich passe hier schließlich auf unsere Ärsche auf. Oh ja, ich fühle mich auch schon viel sicherer. Okay, dann schleichen wir mal hoch. Nein! Och man, ich wollte gerade gucken, wo ich den Granatenmodus wechsle. Das sind so... F haben wir für Einsteigen, ja? G für Granaten. H haben wir für Granatenmodus wechseln. J für Waffen wegschmeißen. Und L für Licht. Die ganzen Tasten sind alle nebeneinander in einer Reihe. Das ist so schwer zu hantieren. So, H... Muss ich selber mal gucken, wo ich was mache. Licht mache ich für euch mal an. Keine Bewegung. Einmal hier großzügig Feuerwerk verteilen. Hat der geklappt auf jeden Fall. Mindestens eine Granate hat er getroffen. So, und ich verzichte hier auch... Wer schießt denn da noch? Ich verzichte hier auch auf den Schalldämpfer. Nimm das. Er ist es. Oh, nice. Ich nehme mich auseinander. Okay, den sehe ich nicht da oben. Mann, ey, ist das schwer. Das ist noch schwerer als im Dschungel. Weil im Dschungel wir ja wenigstens die Büsche als Deckung nehmen können. Und zumal ist es hier verdammt dunkel. An manchen Stellen. So. Leben sieht soweit ganz gut aus. Also hier oben waren welche. Da schmeiße ich auch direkt eine Granate hin. Wir haben jetzt die richtigen ausgerüstet. Siehst du was? Dir schieße ich direkt. Was ist denn los? Wow, Alter. Wie konnte er das überleben? Hallo? Ist hier noch jemand? Nee. Was? Wieso? Geh doch. Hm. Leben, sehr schön. Und Muni und Granaten und alles. Ah. Was haben wir hier? Oh. Können wir das hier auch wieder ausmachen? Da-da-da-dam. Licht bitte. Cool.
Oh, wie rot das Blut hier einfach ist. Hier ist es aber trotzdem noch dunkel. Wo geht's hier lang? Falsche Wege gibt's hier nicht. Wir müssen ja nur zum Aufzug. Ist hier der Aufzug? Ja, das war eine Abkürzung. Irgendwie erinnert mich das Ganze irgendwie an Doom 3, hier so von der Optik und allem, oder? Habe ich kaum noch Erinnerungen an Doom 3, obwohl ich das vor gar nicht so langer Zeit gespielt habe. Interessant. So, dann, hier gibt es doch keine Leben, nichts, ne? Toll, ey. Ich meine, Rüstung, Leben haben wir ja genug. Dann wollen wir mal... Hier herrscht das völlige Chaos. Ja, ich vermute, dass die Zerstörung des Kommunikationszentrums auf allen Inseln ein großes Durcheinander verursacht hat. Dieses Durcheinander hat die Trigenen dann zur Flucht genutzt. Können wir wieder runter? Oh, wir können wirklich... Oh. Ja, dann gehen wir jetzt zurück. Wir gehen jetzt zurück. Wir schwimmen. Ich schwimme jetzt nach Hause. Scheiß auf Valerie. Ich habe keine Lust, mich darum zu kümmern. Die hat uns angelogen. Die hat uns nicht erzählt, dass sie CIA-Agentin ist. Dann kommt die auch alleine klar. Die ist ja super geschult anscheinend dann in allem. Ach, Mann, ist... Wo war der Ausgang hier? Also irgendwie will ich nicht mehr. Irgendwie will ich nicht mehr. Ich wollte eigentlich ein Far Cry Spiel, ein Ballerspiel spielen und stattdessen entwickelt sich das jetzt hier zu einem Horrorgame. Ist aber schön, ey. Aber hier irgendwo noch Rüstung. Nee. Von Far Cry 1 zu Doom 3 entwickelt sich das hier. Huch, wollte noch im Lüftungsschacht gucken. Nein! Ach, egal. Ja. Das sieht da sehr nebelig aus. Können wir wieder zurückgehen? Nee, natürlich nicht. Jetzt. Wir sehen, was da vor sich geht. Ah! Ey! Hör auf, mit Schuhen nach mir zu werfen. Was soll denn das? Ich hab dir nichts getan. Kein Grund, hier so brutal zu sein. Was haben wir hier noch so? Okay. Hier kann man hoch. Guck mal, da war zum Beispiel eine Machete. Also die findet man hier wirklich oft anscheinend. Was ist das denn? Was ist das? Haben wir die schon? Ich werfe die Machete einfach weg. Tschüss, Machete. Uah! Das meine ich. Warte, ich muss mir erstmal gucken. J. Da. Oh, der hat die wieder eingesammelt. Werf die weg. Nein, nicht das Scharfschützen. So, die Machete. Werfe ich dahin. Aber keine Granate, nur die Machete. So, was habe ich jetzt eingesammelt? Eine zweite Machete. Nein! Die Machete, bitte dorthin werfen. So. Ach, die Waffe haben wir schon. Die sieht so anders aus. Na gut, wenn das so ist, dann... Er wird wahrscheinlich die hier sein, ne? Nee, das ist doch eine andere Waffe. Ich möchte die haben. Wieso kann ich die Waffe nicht haben? Wie die Waffe. Ah, naja gut. Toll, jetzt habe ich einen Weg zugesprengt. Wo gehen wir jetzt lang? Wir können hier lang. Ich habe hier links eine Leiche fallen hören. Dann gehen wir mal hier lang.
Oh mein Gott, ey. Ich habe das ganz anders in Erinnerung, aber gut. Was zur Hölle ist das für ein Ding? Muss ein Trigen sein. Trigene sind Dr. Kriegers Forschungsgebiet. Im Grunde genommen sind es biogenetisch manipulierte Primaten. Guck mal, die Augen. Die sehen ein bisschen comichaft aus. Ist das Ding ekelig. Ja, und... Toll, und die sind jetzt außer Kontrolle geraten. Ne, sieht nicht so aus, ne? Ach, toll, ey. Möchte gerne mit dem Auto jetzt einfach wegfahren. Ach, das ist ein Schuh. Ich dachte, das wäre eine Pistole. Okay, wir haben hier schon mal eine Rüstung. Das ist super. Jetzt sind wir wieder voll on the top hier mit unserem... mit unserer Ausrüstung. Der hat leicht reden. Ich glaube, wenn die Leute hier angegriffen werden von den Trigenen, dann werden die sich halt auch wehren, ne? Kann man die hier verwenden? Nee. Okay, hier geht's raus. Da möchte ich noch nicht raus. Wo geht's hier lang? Nirgendwo. Was haben wir hier so? Aha. Schlechte Kameras. Guck mal, da waren wir. Da waren wir, glaube ich, auch. Und auf der Insel waren wir wahrscheinlich auch. Weiß ich nicht. Na gut. Schöner Effekt hier. Mit dem Scheiben und so. Na gut, dann gehen wir mal raus. Will ich das denn? Wir können ein bisschen looken. Hören Sie mir zu. Ja. Team Beta, sichern Sie den Waldrand. Augen und Ohren auf, Leute. Seid vorsichtig. Wir haben hier einen Dschungel. Oder sind das hier die Sümpfe, die schon angesprochen wurden? Wir haben hier einen Dschungel voll mit Söldnern. Ich glaube, das sind Sümpfe, ne? Das sieht aus wie Sumpf hier, ja. Nein! Und jetzt sind wir mitten im Spiel geschehen. Ja, sehr schön. Das hört sich aber nicht an wie ein Auto. Ach, scheiße, ey. Ich wechsle hier mal auf Dings. So. Nein, kommst du gar nicht. Ich bin im Gebüsch, du kannst mich gar nicht sehen. Aua, 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 aua. Na, scheiße, scheiße. Nein, 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 unsere Rüstung. Du bist so gut wie erledigt. Da ist ein Monster. Du bist so gut wie tot. Och, nö. Du hast keine Chance. Ja, friss ihn auf. Hat er verdient. Ja, das ist ja schon mal... Das erwartet uns dann nächste Folge. Dann... Wir könnten einfach da oben. Überprüfen Sie das Kontrollzentrum. Team Beta, sichern Sie den Waldrand. Augen und Ohren auf, Leute. Seid vorsichtig. Ja, wir könnten doch einfach da oben lang laufen. Dann müssen wir sicher sein von den Monstern zumindest, oder? Was war das? Ich gehe mal rein. Und hier drinnen verabschiede ich mich mal von euch. Und wir sehen uns dann nächste Folge, wenn wir dann da uns durch diesen Dschungel kämpfen. Oder durch den Sumpf, besser gesagt. Das wird ja herrlich. Herrlich wird das. War wohl doch nichts. Oh, nö. Nicht das... Nein, nicht das schon wieder. Nee. Nee. Okay, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.